Ja, schön, dass ihr da seid zum Podcast Power On, dein Mindset für die Jugendhilfe. Mein Name ist Nicole Kern und ihr kennt mich vielleicht auch unter dem Namen Jugendexpertin, weil ich viele, viele Jahre mit Jugendlichen gearbeitet habe, vor allem mit sogenannten Systemsprengern hier in Spanien. Und heute unterstütze ich Eltern und Pädagogen in der Arbeit mit den Jugendlichen oder eben mit ihren eigenen. Und heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema, um das Thema Selbstfürsorge. Das ist für mich ein, ja, fast zu einem Herzensthema, kann man sagen, geworden. Und es wird sich dieses Jahr ganz, ganz viel um dieses Thema drehen. Einmal im März gibt es einen Kongress, da bin ich dabei, weil ja, es gibt, werden ein paar Fachtage stattfinden. Ich verrate noch nicht zu viel, aber schon mal so ein bisschen angeteasert. Also es wird im März einen ganz, ganz coolen Kongress geben, den ich nicht organisiere, aber mit dabei bin und ja, und diesmal als Expertin mit dabei bin, als Speakerin. Und da geht es auch um das Thema Selbstfürsorge. Und am 21. werde ich auch mit der Martina Korn nochmal über das Thema Selbstfürsorge sprechen. Da bin ich auch nochmal eingeladen in ihren Pausenknüller zum dritten Mal. Es macht immer wahnsinnig viel Spaß mit ihr und dann genau, ich bin froh, dass wir da über das Thema Selbstfürsorge auch sprechen. Und vielleicht ganz kurz, warum ist das für mich zu so einem Herzensthema geworden? Als ich angefangen habe, in der sozialen Arbeit zu arbeiten, war das für mich noch gar nicht so. Also da konnte ich mit Selbstfürsorge gar nichts anfangen. Ja, da war ich noch so, dass ich dachte, ah ja, da steckst du alles so weg und Selbstfürsorge, ich glaube, ich kannte nicht mal das Wort Selbstfürsorge, aber alles, was es so gab an Supervision, an Coaching, da hat man halt so das Pflichtprogramm gemacht, aber alles andere brauche ich nicht. Ja? Ich bin stark und ich stecke das alles so weg. Was am Anfang auch ging in dem Bereich Arbeitslose, da war das noch nicht so dramatisch und auch dann mit den Jugendlichen ging das eine Zeit lang ganz gut, bis dann bei mir privat ganz, ganz viel passiert ist. Und ja, dann haben wir ja so Mechanismen wie Verdrängung, ne, was Freud hat uns ja da schon einige Mechanismen zur Verfügung gestellt, die wahrscheinlich bei einigen ganz gut funktionieren, so im normalen Leben, wenn du zum Beispiel im Supermarkt arbeitest oder weiß nicht, in der Fabrik, wo du immer so die gleichen Kollegen hast, dann kann das ein ganz gutes Mittel sein, um zu überleben. Das darf man auch nicht vergessen, diese ganzen Mechanismen sind ja da, um erstmal zu überleben, nicht um wirklich ein gutes Leben zu führen. Aber das sei mal dahingestellt, das wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Aber wenn du in der sozialen Arbeit arbeitest, oder im Pädagogikbereich, also mit Menschen, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, dann ist es nochmal ein anderes Ding, es ist nochmal ein anderes Feld und du bist ständig in Kontakt mit Menschen, die, wie soll ich sagen, nicht so den Filter haben, den wir normalerweise haben in der Kultur. Ja? Also ich sehe das so, dass wir in unserer Kultur versuchen, so ein bisschen um ernste Themen drumherum zu schiffen. Man versucht jetzt nicht so, seinen Chef anzutriggern oder die Kollegen oder ja, das würde man jetzt mit Absicht nicht tun. Wenn man aber mit Kindern arbeitet oder mit Jugendlichen, dann machen die das, also Jugendliche oft sehr bewusst, ja, dass die deine Themen suchen und sie werden sie finden und sie werden sie antriggern. Und Kinder haben halt noch gar nicht so diesen Filter. Ja? Kinder sind super direkt, sind super ehrlich und sprechen alles direkt an. Und somit halt auch Punkte, die dich dann eventuell triggern. Von dem her ist Selbstfürsorge in unserem Bereich so wahnsinnig wichtig und wird, glaube ich, einfach unterschätzt. Also ich habe es wirklich unterschätzt. Ja? Ich dachte, ja, alles cool, alles easy. Ich kriege das alles so hin. Bis es mir dann wirklich mal richtig mies ging auch. Das war eine ziemlich anstrengende Zeit, als ich angefangen habe in der, oder was heißt nicht angefangen habe, als ich in wie die geschlossene Jugendhilfeeinrichtung
aufgebaut haben. Da habe ich ja mit einem pädagogischen Konzept geschrieben. Und also wir Pädagogen waren super ausgebildet. Wir hatten Taekwondo-Unterricht, wurden von Experten gecoacht, von Aggressionsexperten, ich muss sagen, wir Pädagogen waren wirklich super vorbereitet. Allerdings so dieses Drumherum, das Haus, die Rahmenbedingungen, die waren einfach nicht so gut. Ich will jetzt da nicht genau darauf eingehen, aber es war einfach so, dass man oft nicht wusste, komme ich heute mit einem blauen Auge nach Hause oder nicht. Ja, weil es waren 7 Systemsprenger. Wir waren immer zu zweit im Dienst und da kann man sich vorstellen, wenn da die Rahmenbedingungen nicht passen, dann ja, ist das vom Sicherheitsaspekt her nicht wahnsinnig rosig. Und dann haben wir auch noch Schicht gearbeitet, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Und wo man eh das Gefühl hatte, man arbeitet ständig, dann sind auch noch Leute ausgefallen, neue Leute dazugekommen, man musste neue einarbeiten, wir waren eh zu wenig Personal. Das heißt, man hat noch mehr gearbeitet. Und die Chefin ja, hatte das alles nicht so wirklich gut im Griff. Also im Großen und Ganzen war es eine super stressige Situation, eine super stressige Zeit, wo ich, muss ich sagen, auch wirklich am Rande. Ja, wie sagt man, am Limit einfach war. Dazu kam dann auch noch im Team, dass wir jemanden im Team hatten, die andere manipuliert hat und da sehr gut Mobbing betrieben hat, immer wieder andere gegeneinander aufgestachelt hat und so. Also wirklich kein tolles Umfeld eigentlich. Und da war ich wirklich am Limit, hatte da aber das Glück, dass ich da gleichzeitig die Delfintherapie-Ausbildung gemacht habe und ich damals zu diesem, also ich habe das in der Türkei gemacht, besser die Theorie in Österreich, die Praxis in der Türkei und noch bevor ich zu dem Delfin ins Wasser gegangen bin, war es so, dass der aus dem Wasser kam, mich angeschaut hat und dieser ganze Stress und dieser ganze Rucksack, den man da auf hatte von diesem ganzen, ja, von dieser ganzen Situation, fiel einfach ab. Also in dem Moment, wo ich diesen Delfin in die Augen geschaut habe, das war wirklich Wahnsinn. Das kann man auch nicht so beschreiben. Das muss man einfach mal erlebt haben. Das war einfach wirklich krass, ja. Und ja, da fiel einfach alles ab und es kam dann auch nicht mehr wieder. Also Delfintherapie ist auch wirklich was Langfristiges. Das ist nicht so nur wie ein Urlaub, wo du ja, dich 2 Wochen entspannst und dann kommst du zurück und das Gleiche geht weiter, sondern du bist wirklich, du bleibst in diesem Modus. Und ja, ist ein anderes Thema. Könnte ich vielleicht auch mal ein Video darüber machen, über Delfintherapie, was das auch bei den Kindern und Jugendlichen ausgelöst hat. Genau, aber jetzt ist es natürlich so, dass nicht jeder einen Delfin zu Hause hat. Ja? Also ich auch nicht. Und in dem Moment musste ich mich aber nicht mit Selbstfürsorge beschäftigen, weil ich da das Glück hatte, eben durch die Ausbildung Kontakt zu den Delfinen zu haben. So, also das kam dann auch wirklich erst nochmal einen Ticken später, als ich in Spanien dann schon war und ja, wie gesagt, da privat wahnsinnig viel passiert ist, wo ich auch dachte, ach, das stecke ich alles so weg. Ich bin ja stark, alles cool. Aber ich glaube, dass man nie irgendwas einfach so wegsteckt. Also es bleibt alles in dem Unterbewusstsein haften, wenn man es nicht wirklich anschaut und auflöst und ja, und da wirklich was macht. Also ansonsten fallen wir in diesen Schutzmechanismen, was ich vorher schon gesagt habe, wie zum Beispiel Verdrängen. Und ja, es geht ums Überleben letztendlich. Und ja, das, wie schon vorher gesagt, funktioniert vielleicht ganz gut, wenn man jetzt nicht ständig mit Menschen zusammen ist, die auch einen dann triggern. Ja, und ich habe ja mit Jugendlichen gearbeitet und die jugendlichen Systemsprengern hier in Spanien und die sind natürlich da super fit. Die finden deine Punkte, die triggern die. Und von dem her war das einfach diese Kombi, die privaten Sachen nicht verarbeitet zu haben,
und dann noch in der Arbeit ja, diesen anspruchsvollen Job zu haben, alleine mit einer Jugendlichen in den Bergen zu sein, wo man oft auch keinen Empfang hat, wo es einfach oft schon auch schwierig ist, den Alltag zu gestalten, oder man einfach ständig in Konflikten ist, ja, also mit die Jugendliche hat ständig irgendwie Konflikte hervorgerufen, was an sich in Ordnung war, mit dem ich keine Probleme hatte, solange privat auch alles passt, ja, und solange ja, da alles okay ist. Wie gesagt, das kam dann alles zusammen. Und ja, ich stand kurz vorm Burnout. Also alle Anzeichen waren definitiv da, was ich damals nicht so formulieren konnte. Aber dennoch hatte ich das bei meinem Arbeitgeber oder Auftraggeber angesprochen und es wurde aber nicht ernst genommen. Ne? Also da gab es keine Unterstützung. Es gab auch in dem Projekt, in dem ich gearbeitet habe, am Anfang keine Supervision, also zu dem Zeitpunkt auch nicht. Da habe ich mich jahrelang dafür eingesetzt, weil ich gesagt habe, wir brauchen Supervision, also zumindest für die Fallbesprechungen und wenn irgendwie Gewaltvorfälle oder irgendwas los ist, dann brauchen wir Supervision. Wo dann erst gesagt wurde, das fand ich auch ein bisschen lustig, wir können Supervision mit dem Chef machen, mit dem Auftraggeber, wo ich dachte, das geht gar nicht, da braucht jemand Unabhängigen. Ganz am Ende habe ich es geschafft. Also als ich dann schon aufgehört habe, hatte ich noch die letzte Supervision. Also ich habe dann meiner ersten Supervision habe ich dann da aufgehört zu arbeiten. Also zumindest habe ich das geschafft, dass es dann Supervision gab oder jetzt da gibt. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt gab es das nicht und auch sonst keine anderen Angebote. Wie gesagt, nur eben das Angebot mit dem Auftraggeber zu sprechen, was ich nicht für sinnvoll gehalten hat. Ja? Genau. Also ich stand an dem Punkt, wo ich dachte, okay, und was jetzt? Ja? Und da kam wirklich so diese Selbstfürsorge ins Spiel. Und ich dachte, okay, man muss sich einfach auch um sich selber kümmern und sich selber einfach ja, Sachen aneignen, sich stark machen sozusagen. Und da habe ich angefangen, wirklich zu gucken, was gibt es. Ich meine, mit Jugendlichen machen wir das ja. Ja, mit Jugendlichen, fällt uns immer irgendwas ein. Da können wir das alles visualisieren und so weiter und so fort. Da haben wir tausend Methoden. Wenn es aber um uns selber geht, stand ich erstmal da und dachte so, was mache ich jetzt mit mir? Ja? Und habe da eben angefangen zu gucken. Ja, was kann ich machen? Was gibt es alles? Und daraus ist ja dann auch ein richtiges Programm eigentlich entstanden, was ich später zu einem Programm zusammengebastelt habe und jetzt auch nochmal in der Phase bin, das zu verbessern oder nochmal umzumodeln, neu aufzunehmen und so weiter und so fort. Für heute aber einfach mal vier Tipps, die wir ganz einfach und easy machen können, um uns selber zu kümmern, so, um Selbstfürsorge zu betreiben, damit es eben gar nicht erst so weit kommt, dass wir ja, kurz vor dem Burnout stehen. Also ich finde, da müssen wir gerade in der sozialen Arbeit wahnsinnig aufpassen, weil ich gesehen habe, dass es nicht nur mir so ging, sondern wenn ich um mich herum geschaut habe, haben ganz viele wirklich fähige Pädagogen aufgehört. Oder sind sogar in den Burnout gedriftet und gerade die, die wirklich fähig waren, ja, die wirklich da gepowert haben für die Jugendlichen und die super gearbeitet haben, die wirklich professionell waren, die alle waren dann plötzlich weg, ja, und haben sich entweder selbst vor dem Burnout noch kurz gerettet oder ja, sind letztendlich im Burnout gelandet. Genau, und das Erste, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, und das ist das Erste, weil es wahnsinnig wichtig ist und ich mir das selber auch immer wieder sagen muss, ist Pausen machen. Ja, das machen wir viel, viel zu wenig. Wenn man angestellt ist, nochmal mehr, weil man ist natürlich gezwungen, Urlaub zu machen. Bei uns hier in Spanien war das nicht so. Wir waren
selbstständig. Das heißt, du konntest dir selber einteilen, wie viel du arbeitest, wann du frei hast. Hatte natürlich auch mal einen finanziellen Aspekt. Wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich auch kein Geld bekommen. Und im Moment ist es bei mir so, dadurch, dass mir das alles so viel Spaß macht, ja, die Podcasts aufzunehmen, an den Programmen zu arbeiten, Interviews zu geben, zu machen, an Kongressen teilzunehmen, ist das auch was, wo ich wahnsinnig viel arbeite und ich auch einfach mal aufpassen muss und sagen muss, okay, stopp, heute mache ich nichts, heute bin ich nur mit meiner Familie zusammen. Ich nehme nicht noch schnell einen Podcast auf oder ich schreibe nicht noch kurz eine Stunde am Programm, sondern heute mache ich gar nichts. Und sich auch mal am Stück Pause zu nehmen, Zeit zu nehmen. In der 1:1-Betreuung hier mit den Systemsprengern auch zwischen den Jugendlichen, ja, wenn man jetzt wenn eine Betreuung aufgehört hat, dann nicht sofort in die nächste zu springen, sondern da auch wirklich eine längere Pause zu machen, ruhig auch mal 2-3 Monate und dann vielleicht die Ausgaben runterschrauben, aber wirklich sich die Zeit nehmen. Also ich habe das gemerkt und das merkst du nicht, wenn du da drin bist. Also ich habe ja mit den Jugendlichen zusammen gewohnt. Das heißt, die waren immer da. Es waren 3 Jahre lang, waren die immer bei mir zu Hause. Ja? Außer wir haben halt irgendwie eine Woche und dann mal eine Pause gemacht oder so. Aber an sich waren die immer da, 24 Stunden. Und du merkst dann gar nicht, wie du da drin bist. Was für ein Stresslevel das bedeutet. Ich habe das wirklich erst gemerkt, als ich dann aufgehört habe, wo ich dachte, wow, diese Ruhe, diese Stille, dieses, gut, still ist es mit meinem Sohn auch jetzt nicht, aber dieses nur in der Familie sein oder mit deiner eigenen kleinen Familie zusammen sein, ist was völlig anderes und es ist so eine Entspannung und so ein, ja, so ein bisschen wie mit dem Delfin, was ich am Anfang erklärt habe, so man schmeißt so den Rucksack ab und es ist so, wow, ja, also ich brauche einfach auch mal, wo ich auch mal durchatmen kann, wo ich nicht die Aufmerksamkeit immer auf eine andere Person haben muss und einschätzen muss und gucken muss, was ist da los, müssen wir reden, ist da ein Gespräch nötig, kommt jetzt gleich ein Konflikt, sondern einfach, ja, auch einfach mal nichts machen und durchatmen. Also da, glaube ich, muss man so diese Balance finden, ja? Die Balance zwischen machen und abschalten. Also wie gesagt, da bin ich auch immer noch dran am Lernen und zu gucken, ja, weil ich auch so eine Macherin bin und mache und mache und mache, wie ihr das ja auch mitbekommt, bin ich immer 1000 Projekte, gut, 1000 ist übertrieben, aber in vielen Projekten involviert und power da auch und mache und da muss ich für mich die Balance finden, so dieses auch mal abschalten und auch mal nichts machen. Genauso aber auch andersrum, also nur abschalten und nichts machen ist, glaube ich, auch kein Weg. Also das, weil dann passiert auch nichts, dann passiert auch keine Veränderung. Also da muss man, glaube ich, so die Balance finden zwischen, okay, ich nehme jetzt dieses Projekt und da power ich und da bleibe ich dran und dann aber auch abschalten und auch mal, weiß nicht, 1 Monat, 2 Monate Urlaub machen und nichts machen. Genau, also das ist so das erste, Pause machen und in den Pausen wird man auch kreativ. Also die besten Ideen entstehen eigentlich, wenn man da mal rausgeht, sich selber auch reflektiert, okay, wo stehe ich, was ist da los, wie lief das jetzt alles, die Situation einfach von außen auch einfach mal zu reflektieren und dann kommen einem auch Ideen. Ne? Also bei mir ist es auch so, wenn ich dann an nichts denke und versuche wirklich von der Arbeit abzuschalten, dass dann plötzlich Ideen kommen und hey, wieso machen wir denn das nicht so? Oder wie wäre es denn damit? Also wir sind auch wirklich kreativ, wenn wir mal Pausen machen. Und deswegen finde ich es auch bei Jugendlichen so wichtig, die ständig beschäftigt werden wollen, ja, die immer irgendwie, ja, mir ist langweilig, was sollen wir machen? Machen wir was? Machen was mit mir? Dass es da auch gut ist, wenn die sich auch mal langweilen. Also das war hier für viele ganz schwierig auszuhalten, diese 2 Stunden Siesta von 2 bis 4, war für manche fast unmöglich auszuhalten.
weil sie immer diese Beschäftigung gebraucht haben, dass immer irgendwas los ist, dass sie immer irgendwas machen, dass immer für sie auch organisiert wird und gemacht wird und entertained wird, dass immer so ein Entertainment stattfindet. Und es ist aber auch wirklich gut für die Jugendlichen, wenn sie sich auch mal langweilen und wenn sie da zum Nachdenken kommen und über sich auch nachdenken und ja, ihnen dann Ideen kommen, was könnte ich denn eigentlich mit meinem Leben machen? Genau. Das war der erste Punkt, Pause machen. Der zweite, was für mich auch zur Selbstfürsorge gehört, ist auch mal was Neues machen. Ja, das hört sich jetzt erstmal so, Selbstfürsorge, Neues machen, aber ich finde, das ist auch was, was uns wahnsinnig gut tut, wenn wir nicht immer an den gleichen Orten sind, immer mit den gleichen Menschen reden, immer den gleichen Zyklus haben, sondern wenn wir einfach auch mal was komplett anderes machen. Irgendeine Sportart ausprobieren, an irgendeinen Ort fahren, wo wir noch nie waren. Also irgendwas komplett Neues mit Menschen reden, die man nicht kennt. Ja? Also das, ich finde, es entstehen immer auch so viele Sachen, wenn man mit Menschen spricht, die fremd sind. Und in Deutschland wird das oft nicht so gern gesehen, wenn man in der U-Bahn plötzlich jemanden anquatscht. Hier in Spanien ist das ein bisschen anders. Da wird man selber öfter auch mal angequatscht und sich dann einfach auch mal unterhält und guckt, was sind denn so die Gedanken der anderen Person und sich darauf einlässt und dann auch mal aus einer anderen Sicht eine ganz andere Sichtweise kennenlernt. Also das ist, glaube ich, auch was, was uns wahnsinnig gut tut, einfach mal was Neues zu machen. Einfach irgendwas total Unerwartetes. Irgendwas, wo dein Körper sagt, huh, wo bin ich denn jetzt? Was ist denn hier los? Wo man sich vielleicht ein bisschen orientieren muss erstmal. Deswegen bin ich auch so wahnsinnig gern gereist früher, weil ich das so toll fand. Mir hat das immer so einen richtigen, mich hat das so ein bisschen gepusht, auch wenn du dann an einem anderen, einem neuen Ort bist und du musst dich neu orientieren und gucken, was ist hier los, alles anders, mit den Menschen reden, wie leben die hier, was ist das für eine Kultur, fand ich immer wahnsinnig spannend und ich habe da für mich immer wahnsinnig viel gelernt und viel mitgenommen und ich glaube, das ist was uns wahnsinnig gut tut. Genau. Der dritte Punkt sind positive Routinen. Für viele ist es schwer, Routinen zu ändern. Aber ich glaube, es ist wichtig, unsere Routinen mal anzuschauen, weil Routinen haben wir alle. Ja? Die einen haben die Routine, nach dem Aufstehen erstmal eine Zigarette zu rauchen und Kaffee zu trinken. Ist auch eine Routine, aber vielleicht keine so gute. Oder wenn du dir nach dem Aufstehen die Zähne putzt, ja? Ist auch eine Routine. Das machst du einfach, ohne drüber nachzudenken. Und da einfach zu gucken, welche Routine kann ich wirklich in meinen Tag einbauen. Am besten morgens gleich nach dem Aufstehen. Also das habe ich so gemerkt, wenn ich morgens nach dem Aufstehen irgendwas erstmal was für mich mache. Entweder eine Meditation oder eine Atemübung oder irgendwas in die Richtung, irgendwas, was mich positiv in den Tag stimmt, ja, wo ich erstmal oder meine Gedanken sammeln kann oder einfach erstmal aufschreiben, was ist so meine Intention des Tages oder meine Gedanken einfach. Dann startest du ganz anders in den Tag. Dann bist du innerlich viel entspannter und ja, hast morgens schon etwas für dich getan. Und auch der Tag wird dann viel entspannter, ja, weil du dann nicht sofort an die Decke gehst, sondern einfach ja, an die Sachen entspannter rangehst und dann natürlich bessere Lösungen findest und nicht sofort in diesen Autopilot fällst und reagierst, wie du sonst immer reagierst, sondern einen Moment Zeit hast, um zu überlegen. Okay, was ist denn hier los? Wie kann ich denn das jetzt lösen? Ja, du startest einfach positiv in den Tag oder es kann einfach eine Visualisierung von deinem Tag sein. Wie soll der Tag heute ausschauen? Was will ich denn heute machen? Mit wem will ich heute vielleicht sprechen? Was will ich wem sagen? Was ist mir heute wichtig? Ja, also das mache ich wirklich fast jeden Tag, dass ich mir die Intention aufschreibe. Was ist die Intention meines Tages? Für was stehe ich heute Morgen auf? Und genau so startet es sich viel besser in den Tag.
Und dann aber auch eine Abendroutine, ja, nochmal reflektieren. Das mache ich zum Beispiel mit meinem Kind, wenn ich ihn ins Bett bringe, dass wir nochmal reflektieren, wie war der Tag heute, was war heute so richtig gut, gab es vielleicht was, was nicht so gut war, was hast du gelernt heute? Also einfach nochmal so reflektieren, was ist denn heute passiert, wie war denn heute der Tag für dich? Und damit man dann auch abschalten kann, ja, also. Dann habe ich es nochmal wiederholt. Ich habe mir nochmal ins Auge gerufen oder ins Gedächtnis gerufen. Nicht ins Auge, ins Gedächtnis gerufen. Ah, okay, das ist heute passiert. Das könnt ihr vielleicht beim nächsten Mal besser machen. Oder genau, was habe ich da draus gelernt? Also schon so eine Abendroutine, wo man einfach zur Ruhe kommt und abschaltet. Genau, finde ich einfach wahnsinnig sinnvoll. Also da kann man sich seine Routinen einfach nochmal angucken und schauen, was für Routinen habe ich, wo kann ich vielleicht negative aufgeben und dafür eine positive einbauen. Genau. Und es ist ja auch für jeden anders. Jeder hat da andere Sachen. Es gibt Leute, die machen gern Meditation, es gibt Leute, die machen gern Sport. Dann geh doch vielleicht nach dem Aufstehen erstmal, weiß nicht, eine halbe Stunde laufen. Also irgendwas, was dir richtig, richtig gut tut, damit du schon am Morgen was für dich gemacht hast. Weil ich kenne das auch von mir, wenn ich das so vor mir herschiebe, wenn ich dann sage, okay, ich mache heute irgendwas, mache ich heute für mich. Dann geht es aber schon los, dass man dann von einem ins andere geht und man wartet irgendwie den ganzen Tag drauf, wann passt es denn? Und es ist dann trotzdem immer irgendwas anderes wichtiger und es passt dann doch nicht. Und letztendlich ist es dann abends, man geht ins Bett und man hat es wieder nicht gemacht. So. Also wenn man das gleich am Morgen macht, kannst du es auch gar nicht mehr vergessen. Genau, und der vierte Punkt ist, dass man sich nicht so unter Druck setzt. Na, also ich glaube, oder mir geht es zumindest so, dass ich mich oft selber unter Druck setze, dass ich irgendwie Sachen zu einem bestimmten Zeitpunkt erfüllen muss oder dass ich bis zu dem und dem Zeitpunkt fertig werden muss. Oder es muss besonders gut sein. Und da glaube ich, ist es aber sinnvoll, einfach sich ja, den Druck rauszunehmen. Auch mit den Jugendlichen. Man muss das jetzt erreichen. Bis zum nächsten Hilfeplan muss das jetzt so passieren. Und wenn man aber da so viel Druck aufbaut, passiert das Gegenteil, ne? Also du erreichst die Ziele oft nicht mit Druck, sondern du erreichst sie eher, wenn du entspannt an die Sache rangehst, aber dran bleibst. Also zumindest war das meine Erfahrung mit Jugendlichen, dass desto mehr Druck ich gemacht habe, desto eher ist es ins Gegenteil umgeschlagen und war eher kontraproduktiv. Und ja, das gleiche auch mit meinen Sachen. Desto mehr Druck ich mir mache, desto eher blockiert sich was bei mir im Kopf und desto länger brauche ich für die Sachen, als wenn ich entspannt an die Sache rangehe und sage, okay, ich schreibe jetzt ein Buch und ich schreibe daran, weiß nicht, täglich eine Stunde oder 5 Stunden die Woche oder wie auch immer. Das mache ich auch konstant, aber ich muss jetzt nicht bis zum 5. Februar fertig werden. Und mir da den Druck machen, sondern eben es wird fertig, wenn es fertig wird und dann ist es auch gut. Aber ja, einfach mit weniger Druck an die Sache gehen und dann kann man auch mal gucken, woher kommt denn der Druck? Wieso mache ich mir denn den Druck? Wieso, woher kommt das? Kommt das, weil ich Angst habe, kritisiert zu werden? Kommt das daher, weil ich finanziellen Druck habe und das Buch jetzt fertig werden muss? Damit ich Geld verdiene oder kommt der Druck, weil ich Angst habe, was mein Chef sagt, mein Auftraggeber, das Jugendamt, dass die irgendwie toll von mir denken, wenn ich das geschafft habe, mit dem Jugendlichen die Ziele zu erfüllen. Und dann einfach mal so ein Umschiften, ja, für was ist das Ziel überhaupt da? Arbeite ich mit dem Jugendlichen, damit das Jugendamt zufrieden ist oder arbeite ich mit dem Jugendlichen, damit es dem Jugendlichen später besser geht, damit ich mit ihm ein Ziel erreiche und ja, und sein Leben verbessere. Also da einfach nochmal hinschauen, zu gucken, woher kommt der Druck und ja, wie kann ich den ein bisschen runterschrauben. Genau, ja, das waren die 4
Tipps zum Thema Pause machen. Das waren die vier Tipps, eben Pause machen, etwas Neues machen, positive Routinen einführen und sich nicht unter Druck setzen, den Druck rausnehmen. Genau, das waren jetzt erstmal vier Punkte. Das sind natürlich nicht alle zum Thema Selbstfürsorge, also gibt es natürlich ganz, ganz viel mehr, aber ich will einfach schon mal so den Anstoß geben, ja, und euch schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, was dieses Jahr so los ist, dass es viel um das Thema Selbstfürsorge gehen wird. Wie gesagt, am 21. spreche ich auch mit der Martina nochmal über das Thema Selbstfürsorge. Da werden sicherlich auch nochmal andere Themen und Punkte aufkommen und genau, vielleicht gibt es dann auch nochmal einen zweiten Podcast dazu. Ansonsten im März auch der Kongress. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr hier bei YouTube einfach unten drunter schreibt, was macht ihr? Was macht ihr zum Thema Selbstfürsorge? Wie sorgt ihr für euch selber? Was macht ihr, um ja nicht irgendwann im Burnout zu landen, sondern euren Job wirklich lange machen zu können? Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir da in Austausch gehen und ja, ihr von euch hören lasst. Und genau. So, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und vielleicht könnt ihr ja in dieser Woche schon ein bisschen Selbstfürsorge für euch einbauen und was Gutes für euch machen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen.